Soll ich noch warten oder kann ich? Antares, sag was. Schnell. Jetzt. Darf ich? Ja. Vielleicht. Mahlzeit, Buddies, und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Antares. Moin. Nobody. Servus. Und unser Nachteule. Hallo. So, wir sind wieder am Start. Antares nimmt hoffentlich auf. Und, ja. ich mache so wie letztes Mal. Lasst uns unten versammeln. Ja. Bitte? Genau, was wollte ich gerade sagen? Einfach nur so. Ich glaube in der letzten Folge, dass die Qualität so schlecht war, weil ich den GeForce Experience Treiber runtergeladen habe und da sich die Spieleinstellungen irgendwie verstellt haben. Und jetzt ging das alles so schnell, dass ich immer noch nicht weiß, ob das... What? Barida? Ja, Mann. Geil. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Ich hatte jetzt nicht unbedingt Zeit, das genau einzustellen. Ja. Lombardi, wo bist du? Immer noch da, wo ich mich versteckt habe nachts. Ach so, verdammt. Stimmt, ja. Du bist gar nicht mehr nach Hause gelaufen? Nein. Ach so, okay. Na gut, dann lassen wir die noch hier so stehen. Sei denn einer möchte sich bedienen, der schnappe sich sein Rad. Zack. Eine Testrunde. Ja, Mann. In der letzten Session hatten wir nämlich direkt die Minibikes. Jetzt haben wir uns dafür entschieden. Ich mag das Rad, also an sich. Ich habe damit kein Problem. Im Hard-Mode sogar übrigens sehr zu empfehlen, da es weniger Geräusche macht und weniger Biester anlockt. Sehr zu empfehlen, das Ding. Und packen wir uns das direkt mal hier unten in die Leiste. Perfekt. Habe ich ja letzte Folge gebaut, wollte es aber dann abends noch reinpressen in die Folge. Also haben wir jetzt hier alles fertig. So, meine Mission ist erfüllt von letztem Mal. Was mache ich denn jetzt? Ich mache Trinken und Essen, genau. Oh, boah, Gott. Okay, wir müssen einen Frame müssen wir da stehen lassen. So, einen Hechtsprung rüber. So, wenn der eine Frame da stehen bleibt, dann kommen wir hier nämlich mit einem schönen Hechtsprung rüber. So. Jo, was ist für die Folge geplant? Also, ich gehe noch weiter ranchen wahrscheinlich. Bis zur Horde haben wir noch ein bisschen Zeit. Und je mehr wir jetzt... Oh, ich höre schon Zombies hinterm Haus. Je mehr wir jetzt haben wir, ne? Ja, ich begebe mich mal in die Wüste. Ich besorge mal ein bisschen Ölschiefer, dass wir von allem erstmal so ein bisschen was haben. Stopp! Ja? Pickaxe? Wenn du Lust hast... Okay, ich drehe nochmal um. Nachteule. Wenn du Lust haben solltest und am Lagerfeuer stehen solltest später, hast du noch gelbe oder rote Pflanzen? Ja. Könnten wir aus dem Wasser noch Tee machen? Ja, ich weiß, da habe ich schon angefangen. Soll ich dir ein paar Frames hinstellen, damit du rüberkommst? Vielen, vielen Dank. Warte, ich kann das. Aber ich möchte auch was für dich tun. Du bekochst mich. Oh, danke schön. Danke. Bitte schön. Warte. Hast du gesehen, ich habe Speck mit Eiern gemacht? Habe ich. Und kein Kohlrabi. Eins schon gegessen, danke. Ich hatte kurz Angst, aber ich habe nie an dir gezweifelt. So, wo seid ihr denn, Biester? Seid ihr in der Base schon oder wo seid ihr? Ah, der Antares, ne, der baut die ganzen Türme. Ich habe schon so viele Woodframes von dem. Er baut überall Türme an die Base. Seid ihr hier drin? Ah, hier bist du. Mahlzeit. Wie geht's denn so? Ja, auch so gut wie mir? Schön. Komm her. Gleich nicht mehr. Wir verschießen hier gnadenlos die Steinpfeile. Ich habe ja schon Eisenpfeile gecraftet. Wenn jemand übrigens Eisenpfeile möchte, Bescheid sagen. Ach, guck mal, wir haben sogar ein Fahrzeug in der Base und ich habe noch nicht gescrapped. Was ist los hier? Herr mit den Teilen. Wow, oh. Ist mir alles gut? Entschuldigung. Was denn du da rum? Man hört nur einen Schrei und wie das Haus zerfällt. Tut mir leid. Möchtest du reden? Das war nicht mit Absicht. Ich biete es dir ja nur an. Wir können über alles quatschen. Das ist kein Problem. Es ist kein Grund. Wie gesagt, das war einfach nicht mit Absicht. Ich weiß noch nicht.
Ja. Leder mache ich mal separat mit einem Näs mit den Nähsets in eine separate Kiste. Wie gesagt, ich habe auch einen Haufen Leder ganz links gepackt, weil das brauche ich nachher noch für die Motorräder und so. Soll Aber ich du das kannst Leder das. einfach dazu packen? Nee, mach das ruhig in die Kiste, wo es hingehört. Aber solltet ihr Lederknappheit haben, schaut immer mal ganz nach links. Da sind alle Rohstoffe, die man so für Fahrzeugbau auch braucht. Damit ich da halt nicht immer suchen muss. Dann. Oh, ich Vollidiot. Ich habe ein Rad und laufe, ne? Ich habe mir Den nämlich. geschmiedeten Stahl mache ich mit in die Rohstoffkiste, ne? Ja, klar. Die Ölschiefer Ansonsten, auch. wenn du noch eine leere, Jo. genau, das ist Rohstoff, wenn du noch eine leere Kiste haben solltest, kannst du ja zum Beispiel Material schreiben. Dann haben wir Rohstoffe später alles bei Rohstoffe und die fertigen Blöcke, also falls ihr wollt, mir ist das egal. Nur so eine Idee. So, Norbert, ich bin hier, wo du gesagt hast ungefähr, bin ich hier richtig? Schau mal kurz auf der Karte. Hast du mich hier hinlotsen wollen? Oh ja, hier sehe ich schon mal ein paar Autos. Wenn du die Straße weiter bis zum Ende und dann rechts abbiegst, dann hast du sehr, sehr viele auf beiden Seiten Locations. Okay. Fangen wir mal hier an. Hier sehe ich schon ein paar. So Leute, wir machen weiter, denn ich kann theoretisch, haben wir alles da, damit ich direkt Minibikes und so baue. Jasmin? Aber wahrscheinlich überspringen wir die Minibikes, oder? Guck mal, wo ich bin. Da kannst du dir selber einen Bookmark setzen. Das ist auch nochmal ein Wasserturm. Ja, nobody, du hast nicht zu viel versprochen. Leute, schaut erst mal an hier. Das Ding looten wir auch direkt mal gleich. Hast du Jasmin? Wie mache ich das? Drückst M, drückst dahin, wo du willst, mit Rechtsklick und dann Wegpunkt speichern. Dann wählst du ein Okay. Symbol aus und benennst es. Das hat sich jetzt gerade angehört. Dann drückst M und drückst Was ist dabei denn X. da? Wasserturm. Ach, ein Wasserturm, okay. Lü, 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 lü. Jetzt könnten wir ja Lü, clever sein lü, lü, lü. eigentlich, ne? Und mein. Abuff! Wieso kann ich mein Fahrrad nicht hier hinstellen? Ah, hier. Es hat doch einen Kofferraum, richtig? Okay, das war der falsche Slot. Dankeschön. Bitte. Was ist das denn? Ist das ein Schmiedekiste. Militärcamp oder? Ja. Hä? Ein Zeltlager mit Mais. Habe ich in der Form noch nicht gesehen. Ich hatte doch eben gerade, habe ich mir 5 Holzschilder gemacht. Fünf Holzschilder. Ja, die sind weg. Okay. Ja, Die so sind ging es mir einfach letzte weg. Folge mit den Rädern. Ich war der Meinung, ich habe 6 Räder gemacht und hatte im Endeffekt 4. Vielleicht ist das nur ein Grafikbug, weil bei mir tauchen immer noch Grafikbugs auf. Gerade spielt der Zaun verrückt. Boah! Was ist Okay, das? Was weiß ist ich das? nicht. What the... Aber ich kann es auch nicht beschwören. Gerade wenn ihr mich kennt, Leute, ihr wisst ja, ne? Ich sag gerne mal, ich habe was gemacht. Naja, lass mal. Also, darauf ist nicht so zu vertrauen. Oh, guck mal. Oha, was war das? Ich hab's gehört. Okay. Toll, jetzt habe ich gerade die Repair-Kits ins Fahrrad gepackt. Das ist, ja, das war auch so klassisch. Oh Gott, schon wieder. So klassischer Lasko. Guck mal, gib mal her ein Ding hier. So. Dankeschön. Und jetzt reparier mal deine Wrench, Kollege. Reparieren. Das können wir nachher weitermachen. Und zwar jetzt. Es fehlt, Holz fehlt schon wieder. Korrektur, die Blöcke, die ich eben gesehen habe, die Textur, das ist, wo mir angezeigt wurde, nicht von Sandsäcken, sondern von Zelt. Von Stoff quasi. Oi, 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 aber das ist nicht gut, wenn ich dahinter nicht gucken kann. Das verstehe ich nicht. Hallo, ist da jemand drin? Guten Tag. Ja, hi. Wer bist du denn? Oh, Ist mir auch egal. Kopfschuss. Bauplan für Oh. Scheinwerfer. One Shot. Okay, ich höre euch schon wieder. Wo seid ihr denn immer? Auf dem Dach oder was? Leute, ihr hört es doch auch, oder bin ich bescheuert? Was hörst du Ja. denn? Nee, also ich höre Zombies. Ja, ich höre sie auch. Danke. Bitte.
Egal. Oh, Bauplan für Nagelpistole. Bauplan für Chemiestation und das ist was für mich. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein Einser Jagdmesser brauchst du wohl nicht, oder? Nope. Wow, wow, wow. Was man so in Toiletten findet. Braune Farbe. Auch. Auch. Okay. Ich nehme mal die Pistole in die Hand, ist wohl sicherer. Also ich höre die ganze Zeit hier irgendwas, aber ich weiß auch nicht. Boah, da ist er. Ich bin so panisch, Leute. Komm mal her. Wollen ein bisschen mit dem Bogen klarkommen jetzt, ne? Hier steht ein Sessel im Zelt. Lol. Unterm Sessel ist ein Koffer. Komm. Gib mir den Koffer. Ich schon mal für den Hard Mode hier mit dem Zielen, ihr seht es. Mir fällt es teilweise leichter, bei Forest ein Heady zu landen, wie mit dem Cursor hier bei Seven Days. Tja. Alles gut bei euch? So still heute. Ja, ich guck mal, was ich hier looten kann. In der letzten Folge war ich ja hauptsächlich jagen und ein bisschen looten. Bisschen Abwechslung reinzubringen, schaue ich mal, ob ich vielleicht wieder Grace finde. Wenn ja, gehst du diesmal alleine los, du schaffst das schon. Nö, diesmal lasse ich euch dann. Du schaffst das. Antares, bist du am Meinen? Ja, ich war in der Wüste, ich habe jetzt Ölschiefer geholt und jetzt wollte ich ein bisschen Blei besorgen. Ah ja. Klingt nach einem Plan. Jo. Okay, was machst du jetzt? Muni, ne? Also du kümmerst dich um die Rohstoffe von Muni. Das soll dann das Ziel werden. Genau. Ja. Genau. So, genau so. Genau so meinte ich. Hier ist eine Schule. Was haben wir denn da hinten? Okay, ich glaube hinter der Tür, ja, da ist doch was. Komm mal her. Wow, der hat gesessen. Was habe ich denn hier alles? Wow, er sieht geil aus hier. Das erste Mal in so einer Werkstatt mit Keller und alles. Sehr interessant. Bist du jetzt hier in diesem Passengas? Nee, bei Karls Cars. Ach da. Jo. Richtig hier mit Keller und Lagerräume. Was ist das denn? Ist das nicht eine Tasche, die ich looten kann eigentlich? Ah, und nicht. Okay, da was versteckt. Jo, guck mal Leute, haben wir schon so gedacht. Boah, ey, diese Sounds. Ne? Okay, das lassen wir mal. Guck mal, das ist auch ein Versteck. Wahnsinn, alles voller Verstecke auch noch hier. Ist da hinten, ist glaube ich der Händler, oder? Ist das der Händler? Ja, sieht so aus. Okay, können wir immer noch machen. Ich habe sie gefunden. Airdrop. Oh, Airdrop, jo. Aber ich sehe nicht, ich höre nur. Nur einer. Ich sehe nicht. Ah, jetzt. Nordwestlich. Für mich Richtung Osten. Lalalala. Oh, landet das Teil um Dach? Oh ne, come on. Ich bin so hart überladen, ne? Hast du schon dein Fahrrad reingepackt? Ja, das ist ja draußen. Ich bin ja jetzt schon drin und lade weiter. Okay, mein Fahrrad ist gerade mit der Treppe überfordert. Hallo? Hallo? Oh, vielleicht, ey,
Wie viele Punkte habe ich denn? Ein Skillpunkt. Sollte ich doch mal im Packmüll investieren ein bisschen? Kommt hinterm Haus. Hinterm Haus, ja, hinterm Haus. Hätte ich schon mal drei mehr, ne? Ist auch nicht verkehrt. Das können wir, glaube ich, verschmerzen. So. Ach, guck mal, das können wir scrappen. So, im Airdrop haben wir zweimal Chemwares, einmal Maismehl, wir haben einen Compound-Bogen, Eisenpfeile, also wir haben Antibiotika, Schmerzmittel, zwei große Medipacks, Beaker. Ich hab Need, ich hab Bedarf, ich würfel. Oh, falsches Spiel. Jemand Interesse am Bogen? Ich hab Bogen geskillt. Herausforderung Bärenhunger. Braucht keiner. Komm. War das jetzt ein Scherz mit dem Bogen? Nein. Okay. Das war kein Scherz. Das war ernst. Geil. Okay, ich höre schon wieder oben. Kollegen, boah, bin ich langsam. So, ich wollte mal kurz gucken. Kurz. Immer noch kein Level up. Oh, zum Fahrzeug, da ist er. Puh, Leute, ey. Überladen. Ich weiß nicht, lohnt sich Packmüll, lohnt sich. Kann man ohne Packmüll die Taschen voll auskillen? Nee, ne? Ja, doch. Ehrlich? Oh. Es gibt ja die Triple Storage Pockets, die du dir in jedes Rüstungsteil reinmachen kannst. Okay. Und für die Klamotten gibt es auch noch, ich weiß gar nicht, wie die sich nannten. So Hosentaschen, Taschen. Aber die kann noch keiner Zeugs herstellen oder so, ne? Das war, glaube ich, irgendwas mit Nadel und Faden. Richtig. Nur zur Info, wie ich gerade sagen wollte, es ist sogar so weit, dass das Gelände vor einem erst sehr spontan lädt. Das bedeutet, man könnte auch durch die Welt fallen. Okay, also wie gesagt, das habe ich nicht. Ich hatte jetzt lediglich, nee, ich hatte halt nur letzte Folge halt eventuell zwei Räder, die vielleicht auch nie da waren, deshalb. Nachteule, ja. Du hast hier Besuch, weißt du schon? Ja, ich habe leider verstellte Spieleinstellungen. Das stört mich. Ich empfange den mal. Wo denn? Bisschen danke. Ja, dann stell Kekse und so hast habe ich bereitgestellt, bereitgestellt. Ne? Also falls die es wünschen. Merci. Was Kekse? Achso. Können wir was anbieten? Ja, ich glaube, die wollen nicht so traditionelle Kekse. Ach, die wollen spezielle Kekse. Ja. Haben wir auch. Ah, okay. Blutige Fleischkekse. Ach, die. Ja, die haben wir auch. Oh, davon haben wir auch genug. Oh, eine Werkbank. Ich mach mal die Tür zu, sodass du nicht überrascht wirst. Er hat die Tür schon wieder aufgelassen. Immer dieses mit den Türen. Also ich suche verzweifelt Nägel. Ich hatte ein paar in die Base gepackt, eigentlich. Ich gucke mal. Da nicht. Auch nicht. So. Obwohl, Quatsch, ich habe jetzt die Schilder wiedergefunden. Quatsch. Das. In die linke Lootkiste habe ich jetzt mal Bauplan für Nagelpistole, Bauplan für Scheinwerfer, Bauplan für Chemiestation gepackt, unter anderem aber getrennt und dann für dich den Compound-Bogen. Ah, danke. Bitte. So, ich bin dann mal weg. Und ich habe jetzt gerade hier auch wieder just den Fehler gehabt. Also, wenn er mich mal sehr laut fluchen hört, bedeutet das, ich bin durch die Welt gefallen. Alles gut. Also, wie gesagt, das ist kacke.
Aber ich habe es jetzt nicht gehabt bis jetzt. So, wie findet man wieder raus aus... Oh. Aus wo? Na, wie findet man wieder raus, wenn man sich irgendwo in die Erde gekloppt hat? Also ich mache das so, ich buddel mich gerade runter und setze sofort, also zwei breit und setze sofort Moodframes mit Leitern. So kann ich immer wieder hoch. Sehr zu empfehlen, die Taktik. Oh, Antares, weißt du, was ich hier gefunden habe? Ich weiß gar nicht, was mit mir jetzt los ist hier heute. Antares? Mit dir? Ja. Oder mit deinem Char? Ach, meine Ausdauer ist andauernd weg. Ich lasse mich andauernd hitten. Naja. Okay. Nicht dein Tag. Gibt es. Nee, nicht so. Gibt es, gibt es. Es gibt nicht immer nur den perfekten Action-Antares. Es muss auch mal einen ruhigen Tag geben. Ist so. Ich habe jetzt mal eine Verkaufskiste gemacht, weil wir haben so viele Äxte. Sagt man Äxte? Ja, wenn es eine Axt ist, dann sagt man nicht. Okay. Zum Beispiel die 1er-Äxte oder die 2er-Äxte. Hast du noch die würde ich dann mal in die Verkaufskiste machen. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch eine Granate? Soll ich gucken? Meinst du mich? Mhm. Ich habe nur Dynamit. Weil, wie ich gerade eben ein paar Mal am Sagen war, rat mal, wo ich bin, beziehungsweise was ich gefunden habe. Erinnerst du dich noch an unser Solo-Spiel offscreen? Die Baustelle? Ja. Mit der Höhle? Mit dem Bär? Ja. Brauchst du Hilfe? Ich weiß nicht, ob Dynamit so eine gute Idee ist, aber... Ja, gerade wenn du das Bärenfleisch looten willst, nicht. Mir ging es nur darum, eine Granate reinzuwerfen, weil das killt den direkt. Aber mit einer AK solltest du dann eigentlich... Also... Ist so wie Grace. Nachher hast du mehr Respekt, wie du eigentlich haben musst. Ja, das war dir schuld. Nein, ich meine jetzt, ne, wir haben ja auch dir das so beigebracht quasi, dass die so stark ist, dass du gedacht hast, oh mein Gott. Und im Endeffekt war sie mit, weiß nicht, 15, 20 AK-Schuss weg. Ah, okay. Der Zombie-Bär hat nur einen Purzelbaum gemacht. Alles gut. Die mögen das. Hier gibt es sehr viel Knochen zum Looten. Leute, was soll ich tun? Schon 24, 27, 29, 32 Fleisch, 60 Fleisch, 60 Rotten Meat. Wir haben so viele einer Jagdgewehre, kann ich die auch in die Verkaufskasse nehmen? Ich kann nicht mehr. Ich krieg keine Luft. Alter. Jagst du mir aber bitte nicht so einen Schrecken ein? Nein, kann ich nicht. Leute, ihr seht es. Oh mein Gott. Was ist denn los? Oh mein Gott. Was ist los? Ich kann nicht, ich glaube, mir schießen Tränen in die Augen. Was ist? Ein Erdbohrer. Nein. Compound Bow. Hab ich doch schon. Also Rohdiamant, Silberklumpen, eine Pumpgun, ein Schützengewehr. Ich krieg Atemnot. Alter. Klingt gut. Nein, nicht. Nein. Ein Erdbohrer klingt gut. Schützengewehr. Sniper. Ich Sniper. Ah, natürlich würde ich sie auch unserem Jäger überlassen, wenn er möchte. Aber nicht ohne sie vorher getestet zu haben. Nö, kannst du gerne haben. Ich glaube, du magst die sehr. Bisschen, aber ich überlasse dir gerne die Pumpgun. Die ist allerdings nur Stufe 1. Also so eine richtige Pumpgun. Nicht so eine doppelläufige Schrotflinte, sondern Pumpgun halt, ne? Was ist das denn? Baseballschlägerteile. Ja, nehmen wir alles. Oh Leute, ich bin so überladen. Wie soll ich das denn alles mitnehmen?
Egal, wir schaffen das. Hier, wir scrappen alles. Jemand Militärbeinschienenbedarf oder Lederhandschuhe? Alles gut, alles gut. Nix? Dann lass es hier. Gut. Die drei Schuss nehme ich auf jeden Fall noch mit. Ich glaube, wir können auf ein Ei verzichten, oder? Auf ein Ei verzichten. Entschuldigung, ich bring das Ei natürlich mit zum Besten. Jasmin, ich wollte dich nicht. Also, wird schon. Gib bloß der Mutterhenne das Ei wieder. Ja, ich Echt? bring's mit. Nein, alles gut. Ich kann es gerade nicht fassen. Es Also, war jetzt mal eher ehrlich, ein das. Witz. Es war eher ein Witz, Entschuldigung. Nee, das war jetzt kein Witz von dir, Doch, das. doch, 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 doch. Da. Oh. Oh, warte, warte, Ich was stecke passiert mein hier? Thema wieder weg. Okay. Nein. Heilungstrip habe ich. Was habe ich denn? Ich bin überlastet, habe einen Heilungstrip. Ein Heilungstrip hört sich gut an, aber. Ich habe jetzt Hallo. einfach nochmal gegessen und noch was getrunken. Ich habe wohl nicht so satt gegessen, dass ich voll geheilt wurde. Bumm. Gut, darauf erstmal ein Bier, würde ich sagen. So. Zack. Yeah. Da verschwimmt die Sicht immer. Und damit das auch authentisch bleibt, ne? Das wäre ja sonst nicht Sniper. ich. Sniper. Prost. Prost. Jasmin, hier wo ich bin, kannst du noch mal eine Markierung setzen. Hier ist auch ein Wasserturm. Jo, das Munition herstellen kann beginnen. Jo. Plan Chemiestation. Junge, Bauplan, da musst du gar nicht mehr skillen, ne? Jo. Den hatte ich ja schon in die Chest Ah ja, gelegt. hast du gerade reingepackt, stimmt. Habe ich. Boah, Junge, wir haben ein Schützengewehr, ey. Tut mir jetzt ein bisschen leid für mein Jagdgewehr, das habe ich ja schon gemocht eigentlich. Jetzt noch ein Scope, ey. Leute, Tag 10. Ein historischer Tag für mich. Ich kann Scopes herstellen. Achte. Antares, Ja. ich habe sehr viel gerankt. Du hast zu 5000-prozentiger Wahrscheinlichkeit die Teile dafür da. Oh, sehr schön. Ich würde mich auch über Ganz ein links in der Truhe. Scope freuen. Ich glaube, Jo. alle. Also, heute Nacht werden Scopes gemacht, Junge. Genau. So, ich fahre jetzt mal nach Hause. Ich laufe überladen rum, das kotzt mich ein bisschen. Hat jemand hier Nadelfaden und kann mir irgendwie Taschenmods herstellen? Geht das irgendwie? Ist das machbar? Taschenmods, warte mal, wie heißen die? Storage Pocket. Ja, die einzelnen kann man sich, glaube ich, selber herstellen, ne? Nee, kann ich nicht. Ah, die Hosentaschenmods heißen Speicherungsmod Ah. oder Speichertaschenmod. Ha, kann mal jemand gucken, ob er die kann? Weil Stoff und Leder oder so Jasmin, müssten wir alles haben. die einfachen ja. kann ich. Hier auch noch mal. Die kann, glaube ich, jeder, oder? Wäre auf jeden Fall vielleicht ein guter, vielleicht ein bisschen klischeehafter Skill, aber ein guter Skill für Jasmin, so, ne? Okay, wo So bist Koch, du? Garten, Nadel, Faden. Ich Ach bin da, okay. die Was? perfekte Ja, alles Hausfrau. fertig. Oh, hier, wo ich bin, ist auch wieder ein So. Gefängnis. Ich kehre mal um. Wenn du zurückkommst, ne, dein Minibike steht bereit. Nobody auf jeden Fall immer noch hier. Danke, ich habe meinen schon geholt. Okay, dann hat das jemand noch nicht benutzt. Jasmin wahrscheinlich. Ja, ich habe es noch nicht benutzt. Möchtest du das dann wenigstens einpacken, falls ich weiß nicht, ob Zombies das kaputt machen können? Dann packe ich es gleich ein. Naja, nur nicht, dass du nachher sagst, Naja, hey, wo ist mein alles. Bike? Alles gut. Leute, ihr seht, was ich hier vorhabe. Ich schaffe es auch. Auf jeden Fall, ich muss erstmal hier aussortieren. Heute Nacht, habt ihr noch irgendwas Spannendes zu berichten oder erlebt ihr gerade was Schönes noch? Leider nicht. Na, ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade eben noch mal die Location von Grace gespottet habe. Könnte Okay. sein. Was habe ich Was jetzt wenn ich? gemacht? Kannst du mir, Jasmin, kannst du mir hier eine Treppe eben bauen, dass ich hier reinfahren kann? Reinfahren. Ja, mein Fahrrad ist voll. Sagte er nachher, nachdem er Bier trank.
Nicht? Beim Fahrrad ist voll. Eine Treppe. Also, dass ich hochkomme. So wie ich da gebaut habe. Wie baue ich denn jetzt eine Treppe? Indem du Treppe eingibst und Holztreppen baust. Also eine Holztreppe. Eieiei, jetzt überforderst du mich aber hier. Entschuldigung. Einfach ins ja, Menü. Ja, alles Treppe, gut. Holztreppe, warum? Heißt das, glaube ich. Achso, okay. Deswegen finde ich keine Treppe. Entschuldigung. Stufen. So Leute, mit diesem historischen Moment, an dem mir Jasmin eine Treppe baut, sage ich tschüss, auf Wiedersehen. Hätte fast den Spruch geklaut, aber der gehört mir nicht, deshalb auf Wiedersehen. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.